Ragazzi, willkommen zu einer neuen Folge der Uhrenfabrik mit mir, dem Luca. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Microbrand aus Berlin, also aus Deutschland, der Hauptstadt von Deutschland, Berlin. Aus dem Zentrum der Macht sozusagen haben wir hier eine Uhr, die ja schon so einige Zeit auf Instagram kursiert, auch so ein paar Bilder schon rumgehen und viele Leute haben mich schon bereits angesprochen, weil ich sie letztens kurz in einem Livestream gezeigt habe. Aber heute schauen wir uns diese Marke genauer an, denn heute geht es um 10-11-9. Viel Spaß! Vorab möchte ich mich bei dem Gründer von 10-11-9 bedanken, den lieben Live. Grüße gehen raus nach Berlin. Danke, dass ich mir diese Uhr anschauen konnte und auch testen konnte, sprich ein paar Tage tragen konnte, um ja, mir einen wirklichen Eindruck zu verschaffen. Ja, weil es ist immer das eine, wenn man sich eine Uhr anschaut beim Konzessionär, unterm künstlichem Licht oder halt dann draußen in Natura, wenn man es wirklich trägt, zu verschiedenen Outfits. Ich hatte diese Möglichkeit, deswegen kann ich euch da explizit auch eine Meinung zu geben, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, ich würde sagen, starten wir erstmal mit der Frage, warum überhaupt 10-11-9? Der Name ist ja schon ganz cool. 10-11-9, daher, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, der Live, der Gründer, der eigentlich Fotograf ist, der hat sich erstmal gedacht, Mensch, wo wohne ich? Ich wohne hier in Berlin. Berlin ist eine hippe Stadt, ist sehr weltoffen, ist sehr tolerant, hat eine sehr historische Geschichte, eine sehr ja, wertvolle und wichtige Geschichte, nicht nur für Deutschland, sondern auch überall von Europa und den europäischen Grenzen hinaus. Berlin ist sehr bekannt, hat eine sehr bewegte Geschichte. Und ja, wie packen wir das in so einen Namen rein, dass es cool ist? Und er hat gesagt, hey, ich wohne ja geografisch hier und ich wohne in dem Distrikt und ich habe hier die Postleitzahl 10-11-9 Postleitzahl, also nennen wir uns doch 10-11-9. Auf Englisch klingt es gut, finde ich auch. Aber warum das Modell King Size? Ich habe mich hier für das Modell King Size entschieden, aus dem Grund, ich mag einmal das Zifferblatt, ich finde es sehr, sehr schön. Wir haben eine 200 Meter Wasserdichtigkeit der Uhr gegeben, also es ist eigentlich eine Diver-Uhr, aber ohne drehbare Lünette. Sprich, das Ganze ist ein bisschen gediegener, ein bisschen mehr Business-Casual-Look. Wir haben ein Automatikwerk, wir haben hier ein bewährtes Celita SW200-Werk, was dem ETA 2824 sehr, sehr ähnelt, was die Qualität angeht, Robustheit und auch Zuverlässigkeit. Und das Tolle ist, man kriegt für das Celita-Werk immer Ersatzteile, man kann diese Uhr immer warten. Aber dazu später mehr, weil die Uhr hat zwar ein Schweizer Herz, aber wie ich schon gesagt habe, der Gründer kommt aus Berlin und auch das Case kommt aus Deutschland. Denn diese Uhr ist quasi absolut Made in Germany durchdacht und auch in Made in Germany hergestellt. Das Case wird in Glashütte hergestellt, also der Live hat sich Gedanken gemacht und hat gesagt, Mensch, wo kann ich ein super Case hinkriegen? Wo finde ich Leute, die mir ein Case so machen, nach meinen Vorstellungen, wie ich eine Uhr konzipieren würde oder wie ich eine Uhr gerne tragen würde? Weil Live hat Folgendes gedacht, diese Uhr muss, wie ich schon vorhin gesagt habe, diesen Spirit von Berlin, diese Historie und auch diesen Lifestyle und dieses ganze Image von Berlin, was Coolness angeht, super nach außen übertragen, ja, im Sinne einer Uhr. Aber sie muss natürlich auch qualitativ robust sein, für das Made in Germany auch steht. Diese Uhr ist tatsächlich ein Prototyp. Es werden auch noch einige Sachen geändert. Unter anderem die Krone. Denn die Krone, habe ich so gemerkt, wenn ich die Uhr aufziehen will, lässt sich das erstmal sehr, sehr geil aufziehen. Also man merkt die Wertigkeit, es wackelt nichts, es ruckelt nichts. Aber man rutscht schnell ab an der Krone. Und da hat der Live gesagt, ja, er wüsste diese Problematik und es wird sich da noch was ändern. Die Krone ändert sich nicht groß vom Design, aber diese Riffelung, die jetzt extrem fein ist, eigentlich quasi schon zu fein für so eine Tool-Business-Dresswatch, wird jetzt ein bisschen gröber gemacht. Das heißt, sie ist ein bisschen grifffester, damit man die besser packen kann. Finde ich sehr, sehr charmant und ich finde es auch sehr aufmerksam. Und das Witzige ist halt, da haben wir gleich eine Sprache gesprochen, der Live und ich. Also das hatte ich halt auch bemängelt und das wird auf jeden Fall geändert. Als Leuchtmasse haben wir ja eine super Luminova-Leuchtmasse, aber sehr, sehr stark. Ähnelt extrem der Seiko-Modelle.
wie die SKX oder auch die Prospect. Also wirklich sehr, sehr gut und leuchtet wirklich schön nachts. Mir gefällt das, ich stehe ja darauf. Ansonsten haben wir einen Gehäusedurchmesser von 38 mm, wirkt aber auf mich bezogen, ich habe einen Armumfang von 18 cm, wirkt eher sogar fast wie 40 mm, sagen wir mal so 39, 39,5. Lässt sich sehr, sehr gut tragen und ihr wisst, ich bin verwöhnt von Rolex und Omega, was Tragekomfort angeht, ich liebe das. Ich muss dazu sagen, bei dieser 10-11-9 King Size, sie heißt zwar King Size, es hat damit was zu tun, weil damals in den 50er, 60er Jahren, wovon diese Uhr auch viel Spirit mitbekommen hat, war es üblich, dass die Uhren eigentlich klein sind. Ja, 34 mm, 36, 38 war damals dann schon nicht mehr Regular Size, sondern oder Man's Size, sondern wirklich Jumbo oder King Size. Deshalb King Size. Nur so, mal so viel dazu. Man merkt einfach, der Live, der Gründer hat sich was dabei gedacht, ja, der hat sich gedacht, Mensch, wie können wir das so machen, dass wir Elemente von 50er, 60er Jahre Oyster verbinden mit dem Band, trotzdem Qualitätsinhalte haben wie bei einer Omega oder halt einer Rolex, gleichzeitig aber auch Eigendesign reinbringen und dazu auch noch Sicherheit. Also wenn ich mir so die Schließe angucke, Schließe ist hervorragend verarbeitet für das Geld. Klar wünscht man sich immer noch so eine Schnellverstellung, aber gut, die haben wir nicht. Wir haben aber eine massive ausgefräste Schließe, nichts Blechiges oder so. Also wirklich schon sehr, sehr gut gemacht, da klappert nichts. Und ja, die Anstöße sind auch sehr, sehr gut, erinnern so ein bisschen an die Anstöße von einer Omega Seamaster oder Speedmaster. Das Tolle ist, wir haben auch Löcher an den Seiten, also hier an den Hörnern, sodass man auch hier schnell das Band wechseln kann und die Uhr bequem auf den Lederarmband oder NATO umrüsten kann, was der Uhr bestimmt auch gut stehen wird. Ansonsten muss ich sagen, die Anstöße liegen sehr gut, das Case, das Finish ist sehr, sehr gut. Wir haben hier alles matt gehalten, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das hebt dann nochmal diesen Tool-Charakter raus. Die Uhr ist wirklich eine Uhr, die man everyday tragen kann und trotzdem immer stilsicher unterwegs ist. Und sie trägt nicht jeder, denn es werden von diesen Uhren nur 140 Stück im Jahr gebaut. Die Kickstarter-Kampagne fängt dann Anfang Dezember an. Schaut auf jeden Fall bei 10-11-9 vorbei. Folgt denen auf Instagram, da gibt es dann noch mehr Infos. Und ja, ich hoffe, ihr entscheidet euch dann auch für so eine Uhr. Aber zu meinem Fazit kommen wir erstmal später. Schauen wir uns erstmal das Blatt an. Ja, also ich hatte ja vorhin gesagt, 200 Meter Wasserdichtigkeit. Warum? Ja, warum 200 Meter? Wir lieben ja halt alle Wasser und wollen auch täglich natürlich eine elegante Uhr tragen, die robust ist. Gleichzeitig möchte man sie nicht unbedingt abnehmen, ja, oder vom Arm weg haben. So geht es mir zumindest. Ich habe die Uhren ungern irgendwo rumliegen oder im Spind. Ich habe sie immer gerne mit. Hier hat man das Problem nicht, weil man ist 200 Meter Wasserdichtigkeit, ist man wirklich immer safe am Start. Wir haben ein wunderschönes Glas, was leicht gewölbt ist. Erinnert so ein bisschen an die alten Plexigläser. Warum satiniert komplett, nicht poliert? Ja, warum satiniert? Wirkt immer so ein bisschen dezenter, nicht zu bling-bling. Und satiniert ist deutlich kratzempfindlicher als polierte Flächen, was das Ganze natürlich noch ein bisschen praktischer macht. Warum Saphirglas? Saphirglas ist halt robust, kratzfest und ja, state of the art. Ja? Vor allem in der Preisklasse, wo wir uns da hier bewegen, ist es definitiv ein Muss. Warum kein Sichtfenster am Rückendeckel? Wir haben bewusst auf ein Sichtfenster und Rückdeckel verzichtet, hat Live gesagt, weil er der Ansicht ist, dass dieses minimale und robuste Charakter der Uhr stören würde, wenn man einen Glasboden hat. Da gebe ich ihm recht, also wenn man hier so eine Art, ich sag jetzt mal Diver 50 Style kombiniert mit dem typischen Bauhaus-Stil, sag ich mal, und gleichzeitig auch so eine Coolness von den Apple-Uhren, ja, oder Apple-iPhones, ja, von den Handys, die ja alle irgendwie so durchweg so diesen coolen Stil haben, gediegen, weiß, silber, klare Linien, das findet man ja hier irgendwo auch wieder oder das strahlt die Uhr aus. Insofern finde ich das gut, dass man darauf bewusst verzichtet hat, einfach nur hier hinten eine Gravur gemacht hat, Truth, Beauty and Love, auch einer der drei Schlagargumente von 10-11-9, die ich besonders gut finde und cool eingebracht finde. Ihr findet auch richtig schöne Fotos von dem Live auf seiner Seite, also wie gesagt, schaut auf 10-11-9 mal vorbei. Definitiv lohnt sich das Ganze. Eine Anmerkung, die ich hier noch schriftlich auch bekommen habe von Live, ist, dass sie momentan in dieser Version, die ich euch jetzt hier zeige, eine beidseitig entspiegelte Saphirglas-Variante vorliegen haben, die eine bläuliche Reflexion hat. Diese soll langfristig ersetzt werden durch eine einseitig farblose Entspiegelung. Da bin ich mal gespannt, wie das dann live aussieht. Ansonsten muss ich sagen,
ist die Haptik der Uhr sehr, sehr gut. Da wackelt nichts. Ein bisschen klappert es, aber nur ganz leicht an den Anstößen, aber macht auch so ein bisschen den Charme aus. Und wenn ich euch jetzt sage, diese Uhr wird komplett in Deutschland produziert. Das Werk kommt, wie gesagt, aus der Schweiz. Das Gehäuse wird in Deutschland produziert. Das Band kommt allerdings aus Hongkong. Jetzt sagen viele, ist ja nicht komplett aus Deutschland. Ja, es wird in Deutschland zusammenmontiert zum Schluss, quasi wie eine Hochzeit. Aber die Sache ist die, würde er, der Hersteller, das Band in Deutschland produzieren, das würde die Uhr nochmal doppelt so teuer machen. Deswegen qualitativ das Band top, kann ich nichts anderes sagen. Ähnelt ganz klar wie das der Omega Speedmaster, was ich ja meiner Speedy habe. Und auch das wird in China hergestellt. Kommen wir zum Preis. Der spätere UVP liegt bei 1800 Euro für dieses Modell. Ich würde definitiv, wenn ihr so eine Uhr sucht für den Alltag und euch dieses Design anspricht und ihr sagt, ey, ich will eine Uhr haben, die nicht wirklich jeder trägt. Es sind nur 140 Uhren im Jahr geplant. Ich will einen deutschen Hersteller unterstützen, einen Microband, und habe jetzt das Geld wirklich über. Dann würde ich den Kickstart auf jeden Fall in Anspruch nehmen im Dezember, weil dann liegt die Uhr ungefähr bei 1,2, 1,1. Lasst mich nicht genau drauf festnageln, aber es gibt einen deutlichen Rabatt darauf und ich würde sagen, das lohnt sich definitiv dann für die Uhr. Hätte die Uhr ein Asia-Ether oder wäre komplett in China produziert, dann würde die Uhr 700 Euro kosten. Allerdings dafür, dass sie in Deutschland produziert wird, allein das Case in Deutschland produziert wird, das Blatt und nur das Werk aus der Schweiz ist und nur das Band quasi dann noch aus China nachkommt, aus Hongkong, finde ich, ist der Preis von 1,2 oder ich sag mal 1,5 so, wäre für mich in Ordnung. Die Frage ist halt, ob man es dann kaufen will oder nicht oder dann doch lieber eine gebrauchte Omega will. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie gesagt, das kann ich voll und ganz verstehen, dass viele generell auch skeptisch gegenüber Microbrands sind. Ich persönlich mag aber dieses Microbrand, weil das mal so ein bisschen aus der Reihe tanzt, bisschen anders ist. Auf den ersten Blick, man denkt, das Design kennt man schon. Trotzdem ist das Design so wiederum anders, dass es wieder cool ist. Und vor allem die Zifferblatt-Variante, es gibt drei verschiedene aktuell, finde ich alle drei klasse. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für diese eher Taucher-Style-Variante entschieden, für die Diver-Variante, aber alles in allem eine coole Uhr. Und jetzt seid ihr gefragt, wäre das was für euch? Kennt ihr die Marke schon oder ja, habt ihr sogar Interesse oder sagt ihr, nee, das ist nichts für mich? Dann schreibt mir das in den Kommentaren, wie immer gilt, abonniert den Kanal und folgt uns auch bei Watch Upon a Time und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, ciao ragazzi!